gehen wir vorwärts, dann drehen wir uns um und gehen in die andere Richtung. Zwischendurch fühl ich mich einsam und leer, wie eine Puppe ohne Puppenspiele. Komm, gib mir eine Bühne, schenk mir dein Ohr, sing meine Lieder mit in meinem Chor. Leben vertrauen. Erst gehen wir vorwärts, dann drehen wir uns um und gehen in die andere Richtung. Hier im Kontext bezieht sich die Metapher Dad auf unsere Herkunft und Vergangenheit, unseren Ursprung und damit jenen Kern, der in der Gegenwart hier und jetzt quasi vergangenheitsverlängernd wahrnimmt, observiert, fühlt, versteht, wirkt und agiert. Dad, das ergibt eine Assoziationsstrecke. Dad, Vater. Vaterland, Heimat, geistige Heimat, Geist, erlerntes Verhalten, Pavlov, Spin und Drive, Autopilot, Intuitionsmanufaktur und Bauchkonfiguration, ergo input-spezifische Lebensmanufaktur.
Wahrnehmung und Verstand, Intelligenz, Gefühl und Empfindung als natürliche Blumen ihres Quell. Understanding Dad bezieht sich weniger auf das Verstehen und Adaptieren von Werten, sondern vordergründig darauf, jene Logik zu begreifen, mit der wir unsere und die Werte der anderen assemblieren. Es geht in diesem Sinn weniger um die Sache als um den Prozess, weniger um das Ding als um systemische Logik. Jeder Krieg ist ein Kind der Fantasie, so wie jedes Glücksempfinden und jede Erleuchtung. Das Gestern sitzt auf dem Heute, das Heute sitzt auf dem Morgen, das Morgen sitzt auf dem Übermorgen. Umgekehrt, das Heute wuchs und sitzt auf dem Gestern. Das Gestern wuchs und saß auf dem Vorgestern. Und morgen kaufe ich mir eine Currywurst mit dicken Fritten. Vielleicht ist es korrekt und angebracht, uns darauf zu einigen, dass der Mensch viel weniger als Individualist zu verstehen ist und mehr als Derivat, ein gewissermaßen solala individuelles Derivat. So ist ein Geist ein Kind eines Geistes. Und dies macht dein und mein Leben zu einer vermeintlich freien Geisterfahrt. So ist ein Geist ein Kind eines Geistes. Und dies macht dein und mein Leben zu einer vermeintlich freien Geisterfahrt.